So, assalamu alaikum, diesmal aus Berlin, Workshop 1.0. Wir sind heute hier in den S-Bahnhöfen in Bellevue und zwar in den Räumlichkeiten von Gesicht zeigen, Projekt Siebenmal Jung. Und zu seiner Rechten haben wir jetzt die beiden Teilnehmer dieses Workshops oder zwei dieser Teilnehmer, einmal Jamal Aydin und Jasmin. Welchen Teil des Workshops fandet ihr persönlich am interessantesten? Ich persönlich fand den Teil, den praktischen Teil am interessantesten, wo wir auch verschiedene Interviewtechniken gelernt haben, auch direkt angewandt haben, weil ich persönlich dort auch gesehen habe, wie viel man mit Medien auch erreichen kann. Wie sozusagen der Zuschauer, ich sag mal quasi, manipuliert werden kann mit kleinsten Sachen, die man einfach nur drauf haben muss. Ja, genau, ich stimme Jamal zu. Also ich fand auch den praktischen Teil am interessantesten, weil man das Gelernte umsetzen kann, konnte und wir halt wirklich gelernt haben, wie so etwas funktioniert. Also wir haben ja gelernt, wie man Interviews führen kann, die Techniken, wie man ein Video filmt richtig. Und damit können wir super arbeiten. Wir haben überlegt, selber einen Videoblog zu machen und selber Interviews anzufangen zu filmen. Und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Habt ihr vielleicht schon eine konkrete Idee, eine konkrete Vorstellung, wie man praktisch Videos, ja bestimmte Videobeiträge, ich habe schon gehört, ihr habt verschiedene Projekte, die ihr halt mit Videobeiträgen umsetzen wollt. Habt ihr bestimmte Ideen schon gesammelt oder beziehungsweise im Kopf? Ich bin in der Gruppe Politischer Diskurs und da haben wir eben die Idee gehabt, dass wir zum Beispiel von Politikern oder von kontroversen Leuten, die in der Öffentlichkeit vertreten sind, mal deren Alltagsleben zu verfilmen. Wie gestalten sie ihr Frühstück? Was machen sie am Mittag? Wie sieht ihre Arbeit aus? Mit welchen Personen treffen sie sich? Wie ist der zeitliche Ablauf, stressig oder nicht? Welche berühmten Persönlichkeiten treffen Sie? Also für mich war es auf jeden Fall bereichernd. Ich bin zwar gestern ein bisschen später gekommen, aber habe trotzdem viel dazugelernt. Und ja, also es wurde ja auch gesagt, dass wir Muslime uns selbst darstellen sollten, anstatt dass vielleicht nicht Muslime uns darstellen sollten, einfach weil schnell Missverständnisse hervorkommen können. Und das finde ich auch wichtig, dass wir uns auch mal zeigen, wie wir sind und präsentieren, ja, dass vielleicht manches gar nicht stimmt. Und ja, also auch das dazu gehört halt auch, dass man mit der Technik umgehen kann, das, was wir auch teilweise also gut gelernt haben. Ich fand das eigentlich relativ gut, weil wir nicht nur was gehört haben, sondern auch so praktische Arbeit sozusagen auch anwenden können, also in Gruppen arbeiten können und ja, und jetzt können wir an unserem Projekt weiter feilen. Nehmen wir nun Schwester Nesrin und der Bruder Basil und ich möchte jetzt gern von euch beiden wissen, wir sind jetzt bei dem Punkt Tandempartnerschaften, das heißt, ihr erstellt jetzt sozusagen eure eigenen Projekte, ne? Ihr habt jetzt zwei Tage lang diesen Workshop mitgemacht und nun geht es darum, eigene Ideen für Videobeiträge zu entwickeln. Nun würde mich interessieren, was sind eure Ideen? Ja, also Assalamu alaikum. Also wir hatten ja, wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, diesen Tandem-Teil und da haben wir uns in einer Fünfergruppe zusammengesetzt und haben erstmal überlegt, was für Ideen wir eigentlich haben. Und da sind wir dann darauf gekommen, also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir über die Drogenszene innerhalb der Community, dass wir daran arbeiten, dass wir da das irgendwie skizzieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben dann ein Plakat erstellt und haben so kurz den Ablauf auch festgehalten, wie wir uns das so vorstellen, wie wir das machen wollen, welche medialen Vorstellungen wir haben. Ja, und inshallah klappt es. Ja, wie sieht das aus bei dir, Marcel? Also auch ich gehöre zu den Leuten, die sehr viel gelernt haben, vorher nicht wirklich viel Wissen hatten, was die Videobearbeitung angeht. Natürlich ist es auch eine Frage des Equipments. Also wir haben alle nicht dieses Equipment, du hast das natürlich schon. Vielleicht bin ich da irgendwie in der Lage, da einen gewissen Zugang darüber zu kriegen, aber andere nicht. Und auch wenn wir natürlich das Wissen jetzt haben, was wir natürlich im Workshop jetzt kriegen konnten, fragt sich natürlich der eine oder andere, wie können wir natürlich an die Sachen rankommen, diese professionellen Dinge auch umzusetzen.
ob wir dann eine Spiegelreflexkamera haben oder ob wir dann doch lieber nur diese Pocket Cam haben, mit dem wir scheinbar doch nur relativ begrenzt in unserer Aufnahme sind. Aber sonst, ja, es war sehr hilfreich und war sehr angenehm, ja. Was hat euch denn am meisten gefallen? Welcher Programmpunkt war für euch am interessantesten? Möchtest du anfangen? Also für mich war der interessanteste der letzte Teil von Ibo, der auch sehr viel persönliche Dinge erzählt hat, wie er vor allem auch die Kontakte geknüpft hat, wie er auch seine Filmprojekte realisieren konnte, dass er die Leute angesprochen hat, dass er da ohne Gage gearbeitet hat und die Leute trotzdem dafür gewinnen konnte. Also für euch beide auf jeden Fall in jeder Hinsicht bereichernd. Ja, ich danke euch für das kurze Interview und Assalamu alaikum.